Jeden Augenblick kann es passieren, dass ihr in die Backrooms kommt. Von einer Sekunde auf die nächsten kann es sein, dass ihr auf einmal an diesem gruseligen Ort aufwacht. Vielleicht glitscht ihr durch eine Wand hindurch und seid plötzlich da, oder ihr fallt durch euren Stuhl, der eigentlich festes Material sein sollte, hindurch und auch durch euren Fußboden und landet an einem Ort, an dem ihr niemals sein wolltet. Ein Ort, der unfassbar gefährlich ist, an dem Kreaturen lauern, deren einziges Ziel es ist, euch zu jagen und zu fressen. Wesen, die so gefährlich sind, dass ihr euch gar nicht vorstellen könnt, euch irgendwie dagegen zu wehren. Und ihr landet eben auch an einem Ort, der ein regelrechtes Gefängnis ist. Ein Ort, den ihr wahrscheinlich nie wieder verlassen werdet. Die Backrooms sind, für die von euch, die das Ganze schon kennen, definitiv einer der gefährlichsten Orte, die es überhaupt gibt. Man sollte meinen, dass dies wahrscheinlich der allerletzte Ort ist, den man in seinem Leben besuchen möchte. Doch tatsächlich sieht die Realität hier ein bisschen anders aus. Denn bereits seit Monaten kriege ich von euch immer wieder E-Mails und Privatnachrichten, die alle eben von ein und derselben Sache sprechen. Und zwar eben davon, dass ihr wissen wollt, wie man es in die Backrooms schaffen kann. Was gibt es für Tipps, Tricks und vor allem Rituale, wie man selbst dafür sorgen kann, dass man in die Backrooms kommt. Und da mittlerweile so viele Leute mich danach gefragt haben, möchte ich euch einmal diesen Wunsch erfüllen und euch Tipps geben, wie ihr an einen Ort kommt, den ihr wahrscheinlich lebendig nie wieder verlassen werdet. Doch für euch kommen jetzt eben die Wege und vor allem Rituale, wie ihr die Backrooms selbst betreten könnt. Zunächst einmal muss man Folgendes ganz klar sagen. Die Backrooms sind ja eigentlich, wenn man sich darüber so Gedanken macht, doch etwas, was nicht wirklich existiert. Zumindest könnte dies etwas sein, was die meisten von euch jetzt denken, doch die Wahrheit sieht hier eventuell ein kleines bisschen anders aus. Denn im Internet gibt es tatsächlich eine sehr große Community, die fest davon überzeugt ist, dass die Backrooms nicht einfach nur eine Erfindung im Internet sind, sondern tatsächlich etwas, was in der Realität existiert. Sprich, dass die Backrooms wirklich ein echter, realer Ort sind. Die Theorie lautet letztendlich wie folgt. Entweder sind die Backrooms eben eine Art Glitch in der Matrix. Sprich, wenn unsere Realität, die vielleicht nur eine Simulation ist, glitscht, können wir es schaffen, eben durch diesen Glitch an einen besonderen Ort zu kommen, eben an die Backrooms, und dann dort gefangen sein. In einer Zwischendimension zwischen unserer Realität und eben der echten Realität, die diese Simulation startet. Die andere Theorie ist letztendlich, dass in unserer realen Welt die Backrooms existieren und das Ganze ein geheimes Militärprojekt von zum Beispiel der US-amerikanischen Regierung ist. Das bedeutet also, die Überlegung, dass die Backrooms nicht echt sind, muss nicht unbedingt stimmen, denn es gibt viele Leute, die genau vom Gegenteil überzeugt sind. Wenn wir nun also davon ausgehen, dass die Backrooms tatsächlich echt sind, entsteht natürlich die Frage, wie genau kann man selbst es schaffen, dorthin zu gelangen? Und zunächst muss man eine Sache dort erwähnen. Im Normalfall ist es so, dass man nicht kontrolliert, wann man in die Backrooms kommt. Die Leute, die eben aus Versehen in den Backrooms landen, landen dort eben ungewollt und ohne, dass sie vorher gewarnt wurden. Es passiert einfach aus dem Nichts. Denn die Backrooms greifen tatsächlich normalerweise die Leute an, die zum Beispiel schwere psychische Probleme haben. Leute, die mit Trauer zu kämpfen haben oder mit anderen Ängsten und Problemen, sind tatsächlich Leute, die besonders verletzlich sind und deswegen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, in den Backrooms zu landen. Diese Leute sind quasi das primäre Ziel und sie können überall erwischt werden. Das bedeutet also, wenn ihr derzeit mit extrem vielen Problemen zu kämpfen habt und die Backrooms existieren, dann könnte es durchaus sein, dass einfach mitten aus dem Nichts ihr durch den Boden hindurchfallt und in den Backrooms wieder aufwacht. Doch die Leute, die relativ zufrieden mit sich sind, können natürlich auch bestimmte Wege gehen, um es in die Backrooms zu schaffen. Zunächst möchte ich euch jetzt einmal ein paar Wege nennen, wie man es angeblich in die Backrooms schafft, dann ein paar Wege, die es angeblich nur hier in Deutschland zu geben soll, und schlussendlich möchte ich euch den Weg nennen, mit dem man es am sichersten schaffen kann. Zunächst einmal, es gibt im Internet einige Tipps, wie genau man in die Backrooms kommt. Hierbei kann man zum Beispiel einmal in einen Supermarkt gehen. In eine typische Einkaufsmall, wie man sie kennt. Irgendein Einkaufszentrum zum Beispiel in einer Großstadt.
Wenn ihr an diesen Orten seid, müsst ihr dort alle Toiletten abklappern. Geht in jede öffentliche Toilette, die ihr in den Kaufhäusern finden könnt, und achtet darauf, ob in den Toiletten das Licht flackert oder zumindest surrende Geräusche macht. Solltet ihr in einem Einkaufszentrum eben so eine Toilette finden, so ein Badezimmer mit eben flackernden oder surrenden Lichtern, dann habt ihr angeblich einen Ort gefunden, der als Portal in die Backrooms dienen kann. Alles, was ihr an diesem Ort angeblich machen müsst, ist, dass ihr euch eben dort hinsetzt, zum Beispiel auf die Toilette in einer Kabine, und die Augen schließt. Angeblich soll es reichen, wenn ihr an diesem Ort 10 Minuten lang die Augen schließt, dass ihr dann, nachdem ihr sie wieder öffnet, nicht mehr in diesem Badezimmer sein werdet, sondern stattdessen in die Backrooms transportiert wurdet. Dass ihr also quasi dieses Surren, was ihr da nur hören konntet, oder dieses Flackern, eine Art Überleitung zu dem dauerhaften Surren auf Level 0 der Backrooms ist. Ganz kurz, damit ihr das wisst, man kommt durch diese ganzen Taktiken eigentlich immer nur nach Level 0 der Backrooms. Das bedeutet, die Backrooms haben ja unfassbar viele Level, doch Level 0, die Lobby, wie sie oft genannt wird, ist der Ort, an dem die meisten landen werden, wenn sie es schaffen sollten, irgendwie in die Backrooms zu kommen. Das gleiche gilt also auch hier für diese Taktiken. Ein paar weitere Taktiken, die man angeblich nehmen kann, um die Backrooms zu erreichen, sind zum Beispiel Gullideckel. Es heißt angeblich, dass wenn man dampfende oder rauchende Gullideckel findet, man sich da draufstellen soll und ebenfalls abwarten soll für einige Zeit, weil auch dann man in der Lage sein soll, entweder durch den Boden zu glitschen oder einfach durch die Realität in die Backrooms zu gelangen. Gullideckel, warum auch immer, sollen also ebenfalls eine Art Portal sein. Aber es gibt noch besondere augenscheinliche Merkmale, die ihr ebenfalls nutzen könnt. Zum Beispiel stellt euch vor, ihr lauft einfach so draußen herum, ihr macht einen kleinen Spaziergang und bemerkt auf einmal eine Wand, die dunkler ist als der Rest von dem Gebäude zum Beispiel, wo sie stammt von. Das bedeutet also, ihr geht an einem Haus vorbei und ihr seht eine wirklich dunkle Wand, während der Rest des Hauses relativ hell ist. Die Wand sieht nicht dunkel aus, weil sie von einem Schatten eben bedeckt wird, sondern sie ist einfach ungewöhnlich und scheinbar unnormal dunkel. Wenn ihr genau sowas seht, dann könnte diese Wand tatsächlich ein Glitch sein und eventuell seid ihr in der Lage, wenn ihr diese Wand berührt oder euch dagegen lehnt, dass ihr hindurchglitscht in die Backrooms. So zumindest die Theorie. Eine andere Theorie, die im Internet immer und immer wieder verbreitet wird, ist die Theorie der plötzlich auftauchenden Türen. Hierbei geht es darum, dass ihr eben manchmal, wenn ihr zum Beispiel draußen seid, aber auch in eurem eigenen Haus, plötzlich Türen seht, die eigentlich nicht da sein dürften. Entweder Türen, die ihr an diesen Orten zuvor noch nie gesehen hattet, zum Beispiel plötzlich eine Tür in eurem Zimmer auftaucht, die vorher nicht da war, oder Türen, wo ihr ein ungutes Gefühl kriegt und angeblich das Gefühl habt, dass diese Tür irgendwie nicht hierher gehört. Wenn ihr eben so ein ungutes Gefühl habt oder so eine Tür an einem Ort seht, wo keine Tür sein solltet, dann ist auch diese Tür ein Portal in die Backrooms. Wenn ihr dort hineingeht, also durch diese Tür hindurchschreitet und die Tür hinter euch schließt, dann werdet ihr angeblich durch die gleiche Tür nicht mehr zurückkommen können in die reale Welt und seid von da an in den Backrooms in Level 0 der Lobby gefangen. Dies sind grundsätzlich einige Tipps, wie man es in die Backrooms schaffen kann, doch es gibt tatsächlich auch Foren, die explizit über Wege sprechen, wie man es in Deutschland schaffen kann, in die Backrooms zu kommen. Und dabei gibt es zum Beispiel ein paar ganz gravierende. Entweder soll man Lost Places aufsuchen. Überall gibt es zum Beispiel irgendwelche alten und verfallenen Häuser und angeblich sollen diese alten Häuser perfekte Portale sein, um in die Backrooms zu gelangen. An diesen Orten soll es angeblich so viele Anomalien und Glitche geben, dass es relativ einfach ist, irgendwie eben die Realität zu wechseln und in den Backrooms aufzuwachen. Hierbei sei natürlich gesagt, das Betreten von Lost Places ist nicht rechtlich erlaubt, also das Ganze ist mit vielen Gefahren verbunden. Es gibt aber auch Wege hier in Deutschland, wie man angeblich in die Backrooms kommt, ohne dabei irgendwelche Gesetze zu brechen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist eben in Wäldern nach seltsamen Strukturen zu suchen. In deutschen Wäldern ist es nicht ungewöhnlich, dass man zum Beispiel Treppen findet. Ich habe schon in einigen Videos über dieses Mysterium gesprochen und tatsächlich kommt es weltweit vor und auch in Deutschland, dass Treppen in Wäldern stehen. Irgendwo auf einmal mitten aus dem Nichts steht plötzlich eine hölzerne oder steinerne Treppe im Wald.
Viele Menschen, die diese Treppen sehen, kriegen plötzlich beim Anblick ein wirklich ungutes Gefühl. Ein Gefühl, als würde hier irgendetwas ganz und gar nicht stimmen, als müssten sie eigentlich ganz schnell das Weite suchen. Diese Treppen sollen eben ebenfalls eine Art Portal zu den Backrooms sein. Alles, was man hier angeblich tun soll, ist eben die Treppen hochgehen und entweder an der Spitze der Treppe warten oder die Treppen hinaufsteigen und dann wieder runtergehen, und wenn man die Treppen runtergeht, wird man irgendwann hindurchglitschen und in den Backrooms aufwachen. Diese Treppen in den Wäldern sollen eben also auch eine Art Portal sein. Gleichermaßen kommt es auch immer wieder vor, dass Leute in Wäldern plötzlich Türen finden. Das ist letztendlich das gleiche wie die Türen, die ich eben schon erwähnt habe. Türen an Orten, wo keine Türen sein sollten, können ebenfalls ein Portal in die Backrooms sein, wenn die Backrooms denn tatsächlich existieren. Dies sind einige Wege und Theorien, wie man es schaffen kann, in die Backrooms zu gelangen. Doch, um es nochmal zu sagen, nicht nur, dass die Backrooms sehr gefährlich sind, diese ganzen Wege sind immer noch relativ unwahrscheinlich. Es sind letztendlich Wege, wie ihr die Chance erhöhen könnt, aber die Chance ist immer noch gänzlich gering. Es soll aber einen Weg geben, der relativ sicher ist, mit dem ihr es schafft, die Backrooms zu erreichen. Und das ist der sogenannte vergessene Wald, The Forgotten Forest. Es geht hierbei letztendlich um Folgendes. Man soll für dieses Ritual in Wälder gehen. Ihr braucht irgendeinen Wald, der relativ groß ist, und müsst dann dort eine Zeit lang umherwandern. Um es ganz kurz zu sagen, wenn ihr in große Wälder geht, dann seid vorsichtig, passt auf euch auf, nehmt Kompass, Handy, sonst etwas mit, damit ihr euch nicht verlauft. Auf jeden Fall, laut diesem Ritual soll man in große Wälder gehen und dort eine Zeit lang umherwandern, und irgendwann wird man einen Teil des Waldes sehen, der irgendwie nicht dorthin gehört. Ihr werdet ein Stück Wald sehen, das optisch wunderschön und absolut friedlich ist, aber irgendwie nicht zum Rest des Waldes passt. Die Bäume an diesem Ort sollen ebenfalls seltsam aussehen. Sie sollen irgendwie verdreht sein in sich, sollen besondere Formen haben, und allgemein werdet ihr, wenn ihr diesen Ort seht, durchaus das Gefühl kriegen, dass irgendetwas nicht stimmt. Aber dieses Gefühl wird nicht irgendwie beängstigend sein, sondern ihr werdet ein großes Gefühl der Freude und Ruhe verspüren. So heißt es jedenfalls im Internet. Auf jeden Fall, wenn ihr diesen Ort erreicht, habt ihr es geschafft, den Forgotten Forest zu finden, den vergessenen Wald. Dies ist eine Art Realität in unserer Realität, die als Bindestück zwischen den Backrooms und unserer Welt dient. Es ist ein Ort, der teilweise real ist und teilweise nicht. Wenn ihr diesen Ort erreicht, werdet ihr eben die Chance haben, dort umherzuwandern. Und das sollt ihr laut diesem Ritual auch tun. Ihr sollt eine Zeit lang umherwandern und dürft den Ort auf gar keinen Fall verlassen. Ihr müsst an diesem wunderschönen Ort bleiben, bis dann irgendwann eine Art Portal sich vor euch öffnet. Manche sagen, es ist ebenfalls hier eine Tür, andere sagen, es ist eine Spiegelung aus dem Nichts. Auf jeden Fall wird sich vor euch dann angeblich ein Portal öffnen, und ihr werdet die Chance haben, selbst zu entscheiden, ob ihr durch das Portal hindurchstreiten wollt. Wenn ihr durch das Portal hindurchgeht, werdet ihr in die Backrooms gelangen und dort gefangen sein. Wenn ihr allerdings sagt, dass ihr das Ganze doch nicht machen wollt, habt ihr noch die Chance, umzudrehen und diesen Forgotten Forest zu verlassen. Es heißt aber auch, dass man nicht genau sagen kann, ob man jemals in der Lage sein wird, diesen Wald noch einmal erneut zu erreichen. Aber ja, dies ist letztendlich die wahrscheinlichste Methode, wie jeder es schaffen soll, in die Backrooms zu kommen. Alles, was man tun muss, ist einfach einen schönen Tag im Wald zu verbringen, bis man irgendwann an diesen besonderen Ort gelangt. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die Backrooms echt sind, dann kann ich euch wirklich nur warnen, dies zu tun. Ich habe einige Videos über die Backrooms gemacht, und wie gesagt, an diesen Orten leben Wesen. Wesen, die nicht gerade freundlich gesinnt sind und deren einziges Ziel es ist, euch zu beseitigen. An eurer Stelle würde ich mir wirklich zweimal überlegen, ob ihr wirklich an diesen Ort gelangen wollt, und wenn ihr es wollt, würde ich euch sagen, dass ihr definitiv Ausrüstung braucht. Waffen, Kompass, Karten, alles, was euch irgendwie helfen kann. Das war auf jeden Fall dieses Video. Falls ihr tatsächlich vorhaben solltet, warum auch immer in die Backrooms zu gelangen, sagt gerne Bescheid, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.